Schulmädchen, Zombie-Apokalypse, Superhelden und ein bisschen was aufs Maul. Alles in bananengelber Verpackung. Was das jetzt alles ist, das erfahrt ihr sofort, denn ich habe Post gekriegt. School Life ist eigentlich ein Schulmädchen-Anime, wenn man das so möchte, für alle Freunde des feuchtfröhlichen Spaßes, wenn man so will, hat aber eine bitterböse Message, denn es geht um die junge Yuki, die mit ihren drei Freundinnen in einem Schulhaus wohnt und gar nicht mehr nach Hause geht. Warum ist das so? Ja, es gab eine Zombie-Apokalypse. Die einzige, die das nicht so richtig begriffen hat, ist Yuki selber. Denn sie sieht eigentlich alles noch so, wie es einmal war. Die Klassenräume sind voll mit ihren Freunden und Kameraden. Sie geht jeden Tag nochmal zum Schulunterricht. Herumstreunende Zombies draußen sind für sie auch ganz normale Menschen. Also irgendwie scheint das ein bisschen suspekt zu sein. Und das ist auch das Schöne an School Life. Denn obwohl der Humor da sehr schön ist, hat es doch eine sehr traurige Note. Denn wir bekommen pro Episode immer rückwirkend erzählt, was eigentlich genau passiert ist und wie die einzelnen Protagonisten in diese Situation hineingekommen sind. Und wir merken auch relativ schnell, dass Yuki scheinbar irgendeinen Knacks weg hat, dass sie halt die Welt nicht so wahrnimmt, wie sie wirklich ist. Ich finde diesen Aspekt, dass die Zombie-Apokalypse passiert ist und aber da ein Mädchen existiert, was das halt gar nicht so wahrnimmt, sondern so ein bisschen psychische Probleme damit hat, mal einen erfrischenden Ansatz, um das Ganze zu verarbeiten. Was auch noch zu erwähnen sei, was mir aufgefallen ist, schön ist das Opening der Serie. Denn wo die erste Folge dieses typische alles ist schön und tralala Opening hat und wir die vier Mädels bei ihren Abenteuern sehen, so haben wir pro Episode immer mehr diesen Verfall. Denn ab der zweiten Episode sieht man schon mehr dieses verfallene Schulgebäude, ab Episode 3 sieht man schon ein paar Zombies mit dem Vorspann. Das ist ein sehr schöner Einfall, finde ich. Jedenfalls sei dies definitiv zu empfehlen für Leute, die halt auf Zombie-Apokalypse stehen, die auf Schulmädchen-Fun stehen, die aber auch sich nicht scheuen, mal etwas ernster an die ganze Sache ranzugehen. Alles in Ordnung? Die zweite Serie, die ich mir angeschaut habe, ist My Hero Academia. Hierzulande ist schon ein riesengroßer Spaß in Manga-Form, den natürlich schon alle möglichen Fans durchgesuchtet haben. Die Anime-Serie ist auch schon fortgeschritten und haben wahrscheinlich auch schon alle Fans durchgesucht. Und ich hatte jetzt die Chance, mir die ersten 5 Folgen anzugucken. Ja, über die Story brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Der junge Izuku möchte sehr gerne ein Superheld werden und hat aber gar keine Kräfte. Aber sein großes Vorbild All Might gibt ihm seine Kräfte, denn er besitzt die Kraft One for All. Das heißt, er kann diese weitergeben und somit wird Izuku zu einem super starken Superheld, der seine Fähigkeiten nicht kontrollieren kann. Und jetzt setzt er alles daran, an die Heldenuniversität zu kommen und dort das Leben eines Superhelden zu führen. Action ist einwandfrei, kann man gar nichts sagen, macht wirklich sehr viel Spaß. Die ist ja auch schon im Manga on point. Ich persönlich kenne es ja nur aus dem Manga und ich finde es schön, halt wirklich mal eben in Filmform zu sehen, die ganze Geschichte. Das ist ähnlich wie bei Dragon Ball damals gewesen, man kennt halt nur den Manga, dann guckt man sich die Anime-Serie an und ist hin und weg. Und es hält sich halt auch wirklich an den Manga. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche Filler-Episoden haben, zumindest nicht bei denen, die ich gesehen habe, oder dass irgendwelcher langweiliger Quatsch zwischendrin passiert, was ja ganz gerne mal bei solchen Action-Mangas irgendwann mal der Fall sein soll. Nee, hier folgt man wirklich dem Manga und das geht straight up to the point und es macht wirklich einfach nur Spaß. Ich möchte aber allerdings auf etwas anderes auch eingehen, nämlich auf die Verpackung. Denn wir haben hier verschiedene Farben von den einzelnen Volumes. Und in den einzelnen Verpackungen sind noch so ein paar Goodies mit reingepackt. Nämlich Aufkleber, Sammelkarte, Booklet mit Charakterzeichnung und so weiter und so fort. Ähnlich wie es im Manga auch ist, haben wir halt quasi hier mal irgendwelche Goodies mit drin. Und das finde ich ein sehr schöner Einfall. Kann ich definitiv empfehlen für alle, die es wahrscheinlich noch nicht angeguckt haben. Das werden wahrscheinlich sehr wenige sein. Also wer sich das noch nicht angeguckt hat, guckt euch diese beiden Dinger an. Die machen sehr viel Spaß. Das eine definitiv was für Superhelden bzw. die Action-Freunde und das andere was für Zombie-Apokalypse-Liebhaber und vielleicht ich stehe auf Schulmädchen-Spaß. In diesem Sinne, habt Spaß mit den beiden Serien und habt auf jeden Fall ein Auge drauf auf die zukünftigen Volumes, die da rauskommen sollen. Die zweite Serie, die ich mir angeguckt habe, ist My Hero Academia.
Natürlich möchte Izuku trotzdem an die, oh Gott, wie heißt diese scheiß Omi? Was, schöne Grüße, was? An die Oma. Ja. Well, well, can't you tell? Tada! So, ich stehe nicht mal da, ich könnte kotzen. Ich musste mit reinsteigen. Doch, scheiße. Weißt du, was zu Manga? Kannst du mir auch was zu der neuen Bodenernte fragen? Weiß ich genau. Die lief sehr gut. Bauern haben sich nicht beschwert und wir werden wieder viel köstlichen Bodensalat haben. Na, das ist doch was.